4,6 Milliarden Beetzuckerl werden jedes Jahr produziert. Sie könnten, aneinandergereiht, 1,5 Mal den Äquator umrunden. Den weltweiten Kultstatus verdankt das Trauner-Unternehmen aber auch den Spendern. 80 Millionen Stück verlassen jedes Jahr die Fabrik, in unterschiedlichen Designs. Die erfolgreichste Figur, muss ich fast sagen, ist Hello Kitty. Also über Jahrzehnte mittlerweile jetzt am Markt. Star Wars haben wir ganz, ganz große Mengen verkauft. Ich glaube, es waren über 30 Millionen Stück. Und der meistverkaufte Spender ist Santa Claus in Amerika. Jedes Jahr wieder. Gabriele Hofinger ist Marketingleiterin bei Peetz. Sie verhandelt über die Lizenzen für die Zuckerlspender. Wir sind seit Jahrzehnten, also sehr, sehr eng mit diesen Lizenzgebern. Das sind zum Teil große Filmstudios wie Disney oder Fox oder Sony verbunden und haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis mittlerweile und haben da eigentlich keine Probleme, die Rechte zu bekommen. Es geht eigentlich für uns um die Auswahl eher. Was nehmen wir denn? Die Vorlaufzeit ist jedoch lange. Ein Jahr dauert es, von der Verhandlung bis zum fertigen Spender. Gabriele Hofing und ihr Team müssen die kommenden Trends früh erkennen. Es gibt Sortimente, die sehr gut funktionieren, wie zum Beispiel Frozen oder die Eiskönigin zu Deutsch von Disney. Das war ein Erfolg, der ging durch die Decke. Hat sich keiner erwartet, hat sich auch Disney nicht erwartet. Und das geht natürlich auch ins Gegenteil. Es gibt einfach Lizenzen, die dann nicht den Durchbruch schaffen oder nicht die Bekanntheit erreichen, die halt angenommen war. Gibt es dafür einen selber auch manchmal so, dass man sich denkt, boah, ich wäre jetzt da Fan, mir wird das taugen und dann versucht man, dass man das schon, ja, man muss schon sagen, dass das Ganze ein bisschen persönliche Färbung annehmen kann, wenn man das wäre doch total cool auf einem Peetzspender, ja. Aber da schaut man natürlich, dass man die Zielgruppe trifft und nicht den eigenen Geschmack. Ich habe zum Beispiel in der Küche über dem Dunstabzug die Superhelden Batman, Superman, Thor, Iron Man und Hulk stehen. Ihre Kinder waren natürlich wahrscheinlich dann sehr beliebt, wenn sie direkten Zugang gehabt haben. Schon, ja. Da war so ein bisschen ein Star, die Mama vom Konstantin ist bei Peetz. Es ist ja nicht so, dass alles immer im Geschäft zu finden ist. Das ist ja irgendwie, gibt es gewisse Zeitfenster und da konnte ich natürlich dann schon aushelfen. Rund um die Peetz-Spender hat sich ein regelrechter Sammelwahn entwickelt. In eigenen Katalogen stehen die Preise für alte und seltene Exemplare. Getauscht wird bei Treffen oder auch im Internet. Der eBay-Gründer hat ja eBay seiner eigenen Aussage nach wegen Peetz erschaffen sozusagen, weil seine Frau Peetz-Sammlerin war, leidenschaftliche, und er wollte ihr eine Plattform schaffen, wo sie die Spender suchen, handeln und verkaufen konnte. Und jetzt steht in der eBay-Zentrale in Amerika noch ein riesengroßes Display mit vielen Peetz-Spendern. Schauen Sie manchmal auch auf eBay, dass Sie schauen, was die Peetz-Spender der letzten Jahre schon wert sind? Doch, da schauen wir immer wieder mal und es ist oft wirklich erstaunlich, welche Preise die erzielen. Aber nicht nur die Peetz-Spender, sondern eben auch die Automaten, die es nicht mehr gibt und viele Peetz-Accessories, Aufsteller oder sonst irgendwas. Diese limitierten Editionen von den Peetz-Spendern, ist das schon mit dem Hintergedanken, dass sie dann einen Sammlerwert kriegen, dass sie zum Kultstatus werden, oder ist es einfach, weil es nicht immer zeitgemäß ist? Also dieses Sammeln und diese Sammlergemeinschaft, das ist völlig eigen. Das Universum, sage ich mal, völlig unabhängig von uns, also eine eigene Welt. Also wir tun das auch nicht irgendwie forcieren, wir betreuen sie nicht und sie sind immer willkommen, aber es ist jetzt nicht, dass wir Sammlerspender entwerfen. Es ist eher so, dass man sagt, ja, zum Beispiel jetzt haben wir ein Trendthema aufgegriffen, das sind die Flamingos, weil das eben eine coole Geschichte ist. Flamingo ist gerade überall und da haben wir Spender entwickelt und dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt nur 250.000 Stück. Das ist eine einmalige Aktion, die waren auch sofort ausverkauft, also eher in diese Richtung. Aber jetzt nicht, um diese Spender die Preise zu treiben oder nein, eigentlich nicht, machen wir nicht. Doch es gibt Sonderanfertigungen, wie etwa 2011 zur Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate. Damals wurde ein einziges Spenderpaar gefertigt und um 12.000 Dollar für einen guten Zweck versteigert. Und wir werden, darf ich ankündigen, für die königliche Hochzeit jetzt Meghan und Harry wieder ein Spenderpaar machen. Das war der teuerste Peetz-Spender. Er stammt noch aus den 80ern und wurde vor einigen Jahren um 32.000 Dollar verkauft. Der wertvollste aus der Trauner Firmenzentrale ist dieser, das Maskottchen der Demokratischen Partei in den USA. Davon wurden 4 bis 5 hergestellt 1961. Zwei davon wissen wir in Privatsammlungen und einer steht hier bei uns in Traum. Was ist der Wert?
Tja, da gibt es Spekulationen, aber so um die 20.000 Dollar. Und den wollen Sie nicht verkaufen? Also nein, den verkaufen wir nicht. Warten Sie, bis der Preis steigt, oder? Nein, das ist einfach, der gehört zu uns, der ist seit vielen, vielen Jahren hier und der ist unverkäuflich. Das ist eigentlich unser skurrilstes Lizenzprodukt. Da ist die Designerin Camilla Elfig auf uns zugekommen, das ist eine englische Designerin, und wollte eben das Thema Pets in ihren Schuhen verarbeiten. Und diese Schuhe gibt es in allen möglichen Variationen und haben den stolzen Preis von 950 Euro. Stars kurbeln den Hype um Pets zusätzlich an. So haben sich etwa die Kardashians als Fans geoutet. We love to collect Pez dispensers. Die Band Nickelback hat dem Zuckerl diese Songzeile gewidmet. Und regelmäßig ist Pets in Hollywood-Filmen zu sehen. Viele Firmen oder Marken zahlen großes Geld für Platzierungen in Filmen. Bei uns ist es umgekehrt. Die Filmcrews treten an uns heran, ob sie Pets verwenden dürfen. Und der erste Film war eigentlich E.T. vor vielen, vielen Jahren, wo Pets eine große Rolle bekam. Dem E.T. wurden irdische Dinge erklärt und unter anderem, wie ein Pets-Spender funktioniert. This is Pets. Candy. So you eat it. You put the candy in here. Aktuell, 2018, von Marvel, Ant-Man, wo Pets eigentlich ganz eine schöne Rolle auch schon im ersten Official Trailer hat. Ant-Man and the Wasp. Gratis-Werbung für eine Marke, die schon mit ihrer eigenen Werbelinie Kultstatus erlangt hat. Mit freizügigen Pets-Girls in den 50er Jahren. Damals war Pets für Erwachsene. 1927 von Edward Haas III. Entwickelt. Haas stellte eigentlich Backpulver her. Mit einem Pfefferminzzuckerl wollte er aber den Rauchern eine gesunde Alternative bieten. Der erste Spender, der 1949 auf den Markt kam, daher in Form eines Feuerzeugs. Dann gab es eben diesen Spender für die vornehme Welt, wo man eben dieses Bonbon in den 40er Jahren aus einem Spender genossen hat. Und dann halt der große Schritt Richtung Kinderprodukt, wo es Fruchtgeschmacksrichtungen gab. Und ab den 60er Jahren diese einzigartige und legendäre Kooperation mit Walt Disney, wo eben man sagt, das ist auch eine Legende, dass Edward Haas Walt Disney persönlich getroffen hat und eben diese ersten Disney-Spender ins Leben gerufen worden. Und von dort an war eigentlich der Erfolg ungebremst und ging rund um den Erdball. Genauer gesagt in 80 Ländern der Welt. Schon 1953 schaffte es das Trauner Unternehmen am amerikanischen Markt Fuß zu fassen, hat dort mittlerweile eine eigene Niederlassung. Seit 1972 wird auch in Japan Pets genascht. Japan ist ein Land, wo ja die Regulierungen extrem sind. Also da schaffen es wenige westliche Marken, sage ich jetzt mal, Fuß zu fassen. Und da ist das ist mittlerweile schon ein historisches Produkt, also das kennt jeder und hat jeder. Ganz interessant, es gibt natürlich nationale Vorlieben, zum Beispiel in Frankreich ist Zitrone sehr beliebt, was bei uns weniger beliebt ist bei den Kindern. USA ist unser wichtigster und größter Markt, sage ich mal, neben dem Heimatmarkt, und da ist es eben so, dass die Superhelden also wahnsinnig gut funktionieren, also Star Wars, die ganzen Marvel-Charaktere, sei es jetzt der Spider-Man oder Thor, also die sind da wahnsinnig groß im Rennen. Bei uns ist Pets ein bisschen lieblicher, also sind es eher so die Vorschulthemen, die mir erzählt, also da gibt es halt regionale Unterschiede. Österreich ist der einzige Markt, wo wir laut Marktforschung eben auch wissen, dass viele Erwachsene das konsumieren, aber es ist einfach die Geschichte. Nehmen Sie mal an. Was ist denn die Herausforderung, mit einer Marke zu arbeiten, die schon so alt ist und die so viele Leute kennen, wo einfach eine gewisse Erwartungshaltung da ist? Naja, die größte Herausforderung ist, das Produkt über diese Jahrzehnte, die sie mittlerweile schon sind, aktuell zu halten. Aber das gelingt uns eigentlich sehr gut, weil ja Pets eigentlich mittlerweile ein Mythos ist. Und unser großer Vorteil ist eigentlich, dass es bei Eltern und Großeltern ja schon eine Liebhaberei gab. Trotzdem, der Anspruch der Kinder steigt. Ein Spielzeug alleine reicht oft nicht mehr. Pets erkennt die Zeichen, will den Anschluss nicht verpassen und startet 2016 mit einer App. Wir haben mittlerweile über 1 Million Scans, also diese Spiele werden intensivst genützt und sind auch von den Eltern für gut befunden worden, weil sie eben sehr kindgerecht, sehr lieblich und zu Pets passen. Was ist so der Erfolgsgarant? Ist es die Süßigkeit oder ist es schon das Spielzeug? Ja, das ist unsere Frage, die uns seit Jahrzehnten beschäftigt selbst. Was ist es denn? Es ist einfach die einzigartige Kombination. Ja? Also das Candy im Spender und der ganze Kult um die Marke und die Comic-Charaktere, die eben
die Kinder unbedingt haben wollen. Also das ist die Erfolgsformel. Hat es einmal Überlegungen gegeben, dass man so Richtung zuckerfrei, Stevia, Alternativen zu Zucker, um ein gesünderes Zucker zu machen? Natürlich, wir haben doch eine sehr leistungsstarke Entwicklungsabteilung und wir haben zuckerfreie Rezepturen an der Hand. Wir haben auch gesündere Varianten mit Ballaststoffen fertig entwickelt. Die Sache ist aber, dass der Konsument das nicht so akzeptiert, weil anscheinend ist PEZ ein Zuckerprodukt und muss süß schmecken und soll nicht gesund sein, weil wir haben da Marktforschung betrieben und eigentlich ist die Akzeptanz vom Konsumenten selbst nicht gegeben. Weil wenn ihr mal jetzt ein PEZ kauft, dann will ich ein süßes Zuckerl. Anscheinend ist es so. Aber wir hätten es. Aber letztendlich wird immer genascht werden und es geht einfach um die Portion, um die Portionsgröße, um die Inhaltsstoffe und da können wir sagen, wir sind fettfrei. Wir haben ein Candy, hat gerade mal 2 Kalorien. Es ist portioniert und es ist ein großer Spielzeuganteil. Also so sehen wir uns da eigentlich nicht so sehr in der Schusslinie und denken, dass wir da weiterhin Bestand haben werden mit diesem Produkt.